Na, wir waren ein bisschen unhappy, dass wir da Problemchen hatten mit der Phantom and Ghost. Die größte Konkurrenz in Deutschland. Cheers. Cheers. Was war so das bestverkaufteste Produkt? Resident Pyro ist immer ein Highlight. Meiner Meinung nach langsam satt gesehen. Cena makes the Cena event. The event is cancelled, I don't know. Can you talk a little bit? Yes, of course. We don't want to copy, it's people copy us. Who is copy you? Kurve. Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen von der Spielwarenmesse 2024 aus Nürnberg. Und die hat nicht nur was mit Spielzeug zu tun, sondern eine komplette Halle ist voll mit Feuerwerkausstellern. Danke, Bertram, für deine Einladung. Wenn ihr noch Feuerwerk braucht oder jetzt schon für Silvester vorbestellen wollt, schaut mal in der Beschreibung, da ist ein Link, da spart ihr nochmal 10% auf meinen Nacken. Ja, was habe ich jetzt hier auf der Spielwarenmesse zu suchen? Wie angeteasert, hier sind Feuerwerkhersteller, also Weco, Nico, Funke und Co. Und die stellen ihre Neuheiten vor und wir sind einfach mal da, die Hersteller mal ein bisschen auszufragen, ja, und ich bin sehr gespannt, welcher Hersteller sich gerade macht und sich meinen Fragen stellt und welcher Hersteller sagt, da entziehe ich mich mal lieber und weiche deinen Fragen aus. Und vor allem, es ist ja eine Messe und das heißt, da sind immer gratis Fanartikel, so Merchartikel. Bedeutet, ich werde eine Verlosung auf Instagram machen. Schaut mal vorbei, erster Link in der Beschreibung. Geht ihr auf mein Profil, folgt und liked mein letztes Bild. Und dann werde ich die Tage eine Instagram-Story machen mit dem Gewinner von Merchartikeln. Die haben da alle ihr Merch stehen und ich werde auch mal fragen, was sie denn so zur Verfügung stellen für eine Verlosung. Mal schauen, wer am meisten gönnt. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein und fragen die mal aus. So Leute, wir stehen jetzt hier beim ersten Stand und zwar Nico Feuerwerk ist, glaube ich, so einer der größten, bekanntesten Marken, was Feuerwerkhersteller angeht in Deutschland, oder? Ja. Zweitgrößte, drittgrößte? Ja, es gibt drei große und wir sind einer davon. Was war denn so das letzte 2023, das letzte Verkaufsjahr 2023? Wie war das für Nico Feuerwerk? Grundsätzlich lief das sehr gut. Wir haben einiges an Ware spät bekommen, aber der Abverkauf lief super. Unsere Neuheiten sind sehr gut angekommen. Also unterm Strich sind wir sehr zufrieden mit 2023. Bestes Verkaufsjahr gewesen jeher? Ja. Was sind so die Ziele dann jetzt für dieses Jahr? Also was habt ihr so vor an großen Projekten oder so? Ja, wir wollen weiterhin die Qualität abliefern, für die wir bekannt sind. Kleinere Fehler abstellen, man kann sich immer ein bisschen verbessern. Was war der größte Fehler? Na, wir waren ein bisschen unhappy, dass wir da Problemchen hatten mit der Phantom and Ghosts. Das war sicherlich einer der, der Dinge, wo wir natürlich jetzt besonders gucken wollen, dass das nicht nochmal passiert. Solche Raketen werden ja im Vorfeld eigentlich ausgiebig getestet. Absolut. Und dort sind die alle gerade hochgeflogen oder wie? Ja, wir haben, ich habe mir das auch nochmal angeguckt, dann vor allem nach Silvester, als es dann hochgeploppt ist. Wir haben allein in Deutschland 600 Raketen getestet, also nur 600 Phantom and Ghosts geschossen. Wir haben aber auch ein Büro in China, auch das hat mehrere hundert Raketen geschossen. Und da hatten wir das Problem nicht. Also entweder hatten wir tierisches Glück bzw. Pech, dass wir einfach nur die ganze Zeit guten gezogen haben. Aber wir haben es ja offensichtlich dann gesehen, ich habe es auf TikTok gesehen, die Videos, dass wir da ein Problemchen hatten. Ja, absolut. Wer ist die größte Konkurrenz? Da muss man, wie gesagt, auf beide Firmen unterschiedlich schauen. Bei der Nico Feuerwerk ist es sicherlich Weco. Und bei der Nico Europe sind wir gegen auch alle anderen im Rennen und müssen uns da behaupten und mit guten Artikeln überzeugen. Was ist so das bestverkaufteste Produkt? Wenn man nur nach Masse geht, dann sind es Traumsterne, Wunderkerzen, Kleinartikel. Okay. Ansonsten für die Nico Europe kann ich auf jeden Fall sagen, die Gold Digger Joe und die Wild Cowboy Sam, also diese neuen Goldbatterien, die wir da im Wobei Produkt die neue haben. Charge von Gold... Von der Golddigger Joe ja ein bisschen abgeflacht hat, meiner Meinung nach, oder? Was ja, das Feedback haben wir bekommen. Und da liegt es dann an uns, dass wir schauen, dass wir so einen neuen Artikel, die sich großer Beliebtheit erfreuen, dass die nicht gleich wieder mit den nächsten Chargen irgendwie beschissen wird. Also da ist einfach Qualitätssicherung gefragt. Und unsere Aufgabe, dass wir da wirklich drauf achten. Ja, also darauf angelehnt noch eine letzte Frage. Ja. Was ist der Grund dafür, dass es so oft vorkommt, dass die erste Charge von einem neuen Produkt immer alle überzeugt und es dann rapide eigentlich immer abflacht? Es ist ein stetiger Kampf mit den Produzenten. Die wollen Dinge vereinfachen, Arbeitsprozesse schlanker machen und Geld hinter eurem Rücken so mäßig oder wie?
Ja, die zeigen uns die, wir entwickeln die mit denen zusammen, wir sind nah dran und dann sollte man meinen, es geht so in unseren Rhythmus rein und dann wird aber hier und da geschludert und wir haben zwar ein großes Büro in China, aber wir haben auch viele Artikel, die wir da kontrollieren müssen, können nicht überall drauf achten. Wir fahren jede Woche zu mehrere Fabriken an, ziehen uns Muster, testen die ganze Zeit, aber du kannst natürlich nicht immer überall dran sein. Ja. Kann man schon nachvollziehen. Darf aber trotzdem nicht passieren. Danke für deine offenen, ehrlichen Antworten. Sehr gerne. Und viel Erfolg für dieses Jahr. Vielen Dank. Dankeschön. Entschuldigung, wir haben einen YouTube-Kanal und wollten gerne mal so ein Interview mit Komet machen. So Leute, Komet hat leider schon ihre Social-Media-Agentur zum Richtung Bremerhaven entlassen. Komet leider nicht dabei. So, jetzt stehen wir hier bei Classic. Man sieht hier im Hintergrund, das Dumbum-Wappen ist ja, glaube ich, so die bestverkaufteste Marke bei euch, oder? Ja, kann man schon sagen. Also Dumbum hat die Firma wirklich zu dem gebracht, wo sie heute ist und war. Aushängeschild. Aushängeschild, ja. Wie war das Verkaufsjahr letztes Jahr für euch? Also jedes Jahr steigend. Es war zu Corona so, dass viele Firmen sozusagen nicht genug Ware gehabt haben. Das war ein richtiger Ausverkauf. Also da sind die Lager fast leer gewesen. Jetzt sind wieder alle voll bestückt und das letzte Jahr war immer besser wie das Jahr davor. Also es wird immer, steigt immer, Gott sei Dank. Ja. Das heißt, da muss ja dann jetzt viel Etat sein für neue Projekte oder so. Was kann man erwarten von Classic? Ja, es gibt neue Ideen. Wir haben letztes Jahr erst den neuen Schwarzpulverknaller für Deutschland und Österreich am Markt gebracht. Black Edition? Na, Dumbum F2 Big Black mit 1 Gramm Schwarzpulver. Gingen die gut? Ja, in Österreich schon. Wir haben noch keine Lagergruppenzuordnung. Mhm. Woran hakt es? Es dauert immer lang, bis sie kommt. Ach so, also sie kommt. Also sie kommen immer lange. Es dauert immer, bis man halt dran ist. Okay, also dieses Jahr? Wir hoffen es mal. Was ist so euer bestverkauftestes Produkt? Also, wenn wir jetzt im Knallbereich sind, ich würde sagen, wir fangen an, Dumbum Knallerbsen. Progus Camoliocas. 1,20 Euro. Oh. Schatz, hast du damit gerechnet? Das sind Knallerbsen. Das sind Knallerbsen. Absoluter Bestseller. Ich selber in Österreich habe auf meinen Ständen 5-6 Umkartons normal gehabt. Wie ich die Dumbum-Knallerbsen gebracht habe, habe ich 40 Umkartons Knallerbsen verkauft. Man kann es sich nicht vorstellen. Ansonsten Dumbum Single Shot, Dumbum Black Edition, Triple Shots, Explosive Balls. Dumbum 5G also wahrscheinlich. Natürlich ist auch noch ein Bestseller natürlich. Mhm. Also. Was war so das schlechteste Produkt, was jetzt so wirklich in die Hose gegangen ist, so, was dann so wie Scheiße am Fuß geklebt hat? Also kann ich nur für mich persönlich jetzt sprechen, irgendwie F1, den Tank, ich wäre nicht los, irgendwie verkauft er sich bei mir in Österreich nicht so gut. Wer ist hier die größte Konkurrenz hier auf der Messe? Wir sind auf 29 Ländern aktiv. Classic ist einer der größten Importeure und Händler in ganz Europa. Ich sehe da irgendwie momentan keine Konkurrenz. Nicht unbedingt eine Konkurrenz irgendwo in der nahen Umgebung. Habt ihr noch so Merchandise-Artikel, so ein irgendwas, was wir uns mitgeben können? Ich habe nicht viel mit, aber ich werde da was zusammenpacken. Und da kannst du gerne eine Verlosung machen, ein bisschen genau, was für dich. Machen wir. Perfekt. Gerne, ja. Dankeschön. So, das ist jetzt hier Roman Candle Machine Gun. So, wir stehen jetzt hier vor Ria Keo. Ich muss jetzt ein englisches Interview führen. Das war jetzt nicht so geplant. Okay. English, yes. That's... Oh, er kracht schon. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? How about the last year? Was ist the best year for Ria Keo? Ria Keo on the market, there's only 2 seasons. So I think the best year is coming. Because we only are 2 years on the business, on the market. I'm satisfied about the Dubai battery, the big one. Oh, you like Dubai, that yeah. That was the best battery. Hier ist sie. So, das Ding hauen wir jetzt hoch, 300 Euro. You shoot it yourself? Yes, okay. On video. That's on great. Live stream, we had 18,000 live viewers. Wow. And I light the Dubai and all people, whoa.
Yeah, this is our rocky quality. Yes. We keep the quality the same like our samples. Mm-hmm. Okay, and which manufacturer is the biggest competition here? Oh, biggest competition? Yes. I don't know which is the biggest competition, but in our heart, we already as a factory for more than 20 years, so we only focus on ourselves. Okay, that's a good answer. Category 3 and 4, we were designed already something. As we own your YouTube channel, we already post some videos for Category 3 and Category 4. Check it out. Yeah. But check it on, yes. But we are still making the plan because Category 4 are two big items. Mm-hmm. And of course, as we are a factory, we need minimal orders. So if the quantity is too small, we cannot produce it. So maybe we need a demand. Okay, maybe for Czech or Poland, so this market? Rakio brand right now is German and Holland and Denmark, Finland. But right now we don't get so many demands of Category 4 besides in German market. Okay, because many German and Netherlands come to Poland and Czech and buy them. Okay. Mm. You know Asia Dragon Bazaar? No. In Czech, Big Boom? No. No? Big Bum? No. No. No, okay. I'm sorry. I don't check internet very often. Ah, okay. Alles rein damit. So bei dem Katalog, da legen Sie noch. Ja, perfekt auf jeden Fall. Wir wollten gerade Leslie interviewen. So, jetzt stehen wir hier bei Magnum Fireworks. Seit wann gibt's euch eigentlich? Naja, um zuerst zu sagen, man kann ja einfach Magnum Feuerwerk sagen, weil es ist heutzutage ein richtiger deutscher GmbH. Also wir sind auch tatsächlich in Deutschland dabei. Also wir sind eigentlich Holländer, Magnum Feuerwerk auf Holländisch. Sind wir 5 Jahre her, sind wir gestartet. Sofort im ersten Jahr haben wir einen Award gewonnen, den besten, neuesten Großverbund Feuerwerk in Holland. Da sind wir sehr stolz drauf. Name? Den Armageddon steht da unten. Mit dem Award auch noch dabei vom damals in 2019. Klein gestartet mit 30, 40 Artikeln und jetzt sind es ungefähr 100 Artikel, die wir dann anbieten. Raketen, habt ihr mehr als die Shell Rockets? Dieses Jahr kommen neue dabei. Speziell für Deutschland haben wir den deutschen Kugelbombenraketen entwickelt. Sind sehr gut angekommen, völlig ausverkauft. Bei mir auch. Gut, super toll. Die Magnum Shell Rockets, die neuen, bin ich jetzt sehr gespannt. Oh mein Gott! Wieso habe ich mir nicht mehr von denen bestellt? Die sehen nicht so groß aus, aber wenn man dann zündet, die sind ja super, super stark. Die sind wirklich stark, ja. Können mit anderen Qualitätsprodukten sehr mithalten, kann man so stehen lassen. Ja, ja, sicher, sicher. Und dann auch dieses Jahr, wie gesagt, kommt noch eins oder zwei Raketenpaketen kommen noch dazu. Also die sind neu, werden gerade hergestellt in China, kommen später im Jahr. Waren das das bestverkaufteste Produkt, die Raketen, letztes Jahr? Na, eigentlich nicht. Aber? Nee, wir sind natürlich in Deutschland noch sehr jung sozusagen. Immer mehr Verkaufsstellen, immer mehr Fachhändler, die mitmachen, Pyrotechniker, die auch unsere Produkte dann schießen in ihren Shows. In Holland sind wir natürlich schon ein bisschen größer. Zum Beispiel den 400 Schuss Total Display Show. Mhm. Krasses Compound, krasses Ding, ohne Käfig. Habe ich auch schon alles gesehen. Ja, super gut. Und den Kairo Crackling, kennst du die auch? Nee, die sagt mir gerade nichts. Sehr starkes, heftiges Crackling-Effekt, große Crackling-Wolken, hat auch den Award gewonnen vom besten Batterie bis zum 500 Gramm in Holland. Also sind wir super, super stolz. Wer ist die größte Konkurrenz in Deutschland? Naja, schöne Frage. Na, was wir immer dann hören, sind natürlich die Marken von der letzten Zeit, die dann sehr gewünscht sind, sind natürlich zum Beispiel Funke, ab letztes Jahr glaube ich, Riakeo. Das sind natürlich Namen, sind wir sehr stolz, dass die dann auch noch Magnum nennen als Vergleichartikel. Wir sind noch lange nicht so weit mit die Menge von Artikeln, aber ja, die Qualität, die ist ja... Ich denke auch, es geht um die Qualität, nicht um die Menge der Artikel. Ich glaube, Riakeo und Funke sind ja dafür bekannt, für so einen langstehenden Effekt. Genau. Ist da in der Richtung auch irgendwas geplant? Naja, das Schwierige ist, dass unsere Artikel sind natürlich in Deutschland, aber auch mainly in Holland verfügbar. Mhm. Und in Holland ist es sehr schwierig,
zum Controller. Also bei uns darf eine Sterne von einem Artikel nicht bis auf den Grund brennen. Also in Holland darf man trotzdem Batterien kaufen? Glücklicherweise schon. Okay. Also auf der einen Seite sagt man dann schade, weil Raketen, kleine römische Lichter, Böllen, Single Shots sind alle nicht mehr erlaubt in Holland. Trotzdem also doch in Deutschland noch verfügbar. Zum Beispiel haben wir hier den RTC. Kennst du auch oder noch nicht? Doch, den kenne ich. Ja. So, hier seht ihr das nochmal. I like legal. Beziehungsweise illegal. Na dann, hau an. Auf 50 Gramm, 50 Millimeter Bomben. Das finde ich ja auch immer lustig mit diesem. Ja, ist natürlich auch ein illegal, bisschen. Illegal, ist schon gut. Ja, schon ja, gut gemacht. Ist natürlich ein bisschen ein Scherz. Das ist genau mein Humor. Die Braunkarton, ja, das sind ja auch, also sagen die Leute, oh, das ist ja Profi-Artikel, nicht für Konsumenten. Also dann denken die, ist ein bisschen illegal. Und das steht ja dann noch drauf auf den Artikel. Aber ich habe eine Idee für euch. Single Shots sind ja in Holland eh verboten. Mhm. Dann macht doch mal ein paar Single Shots, die bis zum Boden fallen. ja, kann so sein. Naja, was wir dann gemacht haben, wir haben dann diese genommen und da haben wir auch den Megamine. Hast du die schon mal gesehen? Megamine? Diese, ja. Ah ja, doch, habe ich auch schon. Okay. Sieben Schuss, ne? Sieben Schuss auf einen Schlag, ein bisschen kleiner Diameter, aber die ist dann klassifiziert. Das sind schon echt starke Produkte, muss man sagen. Danke dir. Sein klassifiziert als Batterie in F2, also sind dann sieben zusammen auf einen Schuss, wie gesagt, mit Golden Effekt, super, super toll, ja. Sehr schön. Nee, kann ich nur so bestätigen. Merchandising sehe ich hier ganz viele. Ja, ich mache eine Verlosung auf Instagram. Machen wir. Machst du mal eine Tüte voll, so viel wie du möchtest? Gerne, machen wir gleich. Freut mich sehr. Okay. Und dann machen wir da so eine Verlosung auf Instagram. Super cool. Wenn die Leute abonnieren, das letzte Bild liken, dann kommt deine Instagram-Story und dann lose ich aus unter meiner Community. Ja, super gut. Ja. Dankeschön fürs Interview. Dankeschön. Für willkommen zur Wicked World. Ja? Was? Willkommen zur Wicked World. Ach, das ist euer Spruch. Ja, genau. Ah, okay. Wir haben jetzt hier Highspeed Fireworks, also ein Polish YouTuber, yes? Yes, here I am. Wir kriegen jetzt hier erstmal bei SR Pure ein Bierchen. Oh, zapft es, würde ich sagen, auf der Spielwarenmesse. Is that nice? Is it perfect? Ja. For my camera team. Oh! So, also angekommen, würde ich sagen, jetzt endlich hier bei SR Pure. SR Pure. You are in German market not so popular, huh? I think that we are popular in the German market. Yes, and what countries are the popular countries for SR Pure? We are delivering to the 10 countries in Europe. Czech Republic, Poland, Slovak Republic, Hungary, Croatia, Austria, Germany, Finland, so I think that all of the countries are popular. SR Pure come from Czech, right? Yes, we are Czech company. You talked to me yesterday. You have many goals for this year for the German market, right? For this year, we will have 30 new products for the Germany market. That will be very interesting, I hope so, because a lot of customers here in Nuremberg like it because we have it videos from the prototypes, and there are so many beautiful effects, new colors such as purple, light blue, some waterfall effects, a lot of willow effect. Salut. I'm not sure. You are not sure? Yes, I'm not sure. Why? I think that I have to check. But you must know. I can check everything. You must check. I must, okay. Which manufacturer here is the biggest competition for you? Which manufacturer? Oh. I think that we have several competitors here. I think that every company has
very good products that I saw here in the toy fair, and all of the companies has something else to offer to the customers. So I cannot tell that somebody is our biggest competitor, yes, because that's right. Every company sells something else, yes, and that's has right. some special products that I'm proud about. What was the best product? The best product for selling? In the last season, yes. The best product, the best seller was Willow Box, totally. Okay. Willow Box. Willow Our Box. Customers are waiting always and always okay. asking for the Willow Box. And the second one, I think, Snowman. Snowman? Snowman. Snowman. It's so beautiful fountain. Mm-hmm. It starts from the head and with one fountain, then a little break, and it is lighting eyes, and then from the hands are continuing and having two another fountains. It is very popular. It is for all of the groups, for the customers, for the kids and women and also men, and everyone like it. And was the last year the best year for SR Pyro? Oh. If I can compare, I'm not sure. Maybe it was a little bit better than the previous year. Okay. But we hope that this year will be the best, yes. Of course. So then, cheers. Cheers. So Leute, wir stehen jetzt hier bei Triplex, right? Triplex, welcome everybody. Which countries are the popular for Triplex? Basically, we are from Poland, so our major market is Polish market, but we have customers from 27 countries in Europe. Okay, and Poland is so the biggest? In Poland, we sell about 50% of our okay. deli. That's so. Very much, yes. Yes, that is very much. How was the last year for Triplex? Last year was very good. After the pandemic, every year is better and better. It's very, very good. The people really like fireworks very much. The best year ever? No, the best year ever was 22. Ooh, okay. Many years ago. 2022, 2 years ago. Ah, okay, 2022, okay. So, for 2 years. Yes, 2 years ago after pandemia. Everybody are missing fireworks very much, so it was one of our best years. How are the plans for Triplex? More products for German market? Yes, we'd like to sell more in German market. We'd like to introduce our new profi line to German market. It is the professional style items, but category F2. So everybody who likes professional shows, but they for private small parties, we invite you to the Triplex company. That's beautiful. What are the big plans for this year? Which product can we expect? I will show you, moment. It is our new catalog for 24, but it is only half of our staffs. It's about, here it's about 35 different products, but we expect more than 50 new items for this season. All new. Okay, that's interesting. It's crazy year this year. I don't know which one will be popular. As I told, we have 27 countries. Each country should find something interesting for themselves. Okay, so the last 2 years was very good and you have big etat and you must invest in new products. Exactly, exactly. So last question, which manufacturer is the biggest competition for Triplex? One name. In Germany, we are still very small. So in Germany, you have very, very big companies. You have Beko, you have Nico, but it's very important and very huge companies. So Triplex is very, very far away to them. Ciao, grazie, danke schön, grazie. Ciao a tutti. Sehr gut hier.
Ich bin's, der Manager der allergrößten Büro Deutschlands und ich hab... So, da ist wohl noch mal was dazwischen gekommen. Wie war mein Auftritt? Nun ja, ich würde sagen, der Auftritt vorher stark. War... Ja, es war ein bisschen ironisch gemeint. Der Auftritt vorher hat mir besser gefallen. Von dem Herrn. Okay, ich glaube, wir wollten noch mal zu Weco, oder? Okay, Leslie. Holländischer Hersteller. Genau. Schon länger, aber jetzt auf deutschen Markt, so in Online-Shops vertreten. Irgendwann noch mal Discounter? Vielleicht. Weiß man nie. Was hindert euch daran? Naja, dass die Discounter vielleicht unsere Ware haben möchten. Ach so, es gibt also keine Nachfrage. Doch, gibt's schon. Ja. Und wo hakt's dann? Naja, es ist immer ein bisschen schwierig. Ich sag mal, die haben natürlich ihre Stammlieferanten und wir haben auch unsere, sag ich mal, Kundschaft, unsere Fachkundschaft. Mhm. Die möchten uns natürlich auch nicht verkraulen. Deswegen ist es immer so ein, sag mal, so ein gewisser Spagat, dass man, sag mal, die Fachkundschaft bedient und gleichzeitig natürlich auch wachsen möchte. Da muss man natürlich versuchen, die Artikelschiene ein bisschen zu trennen. Mhm. Ja. Und aber da seid ihr noch nicht bereit für? Naja, wir haben schon einige größere Kunden in der Hinsicht, mit denen wir zusammenarbeiten. Ne? Und das geht schon, wir sind zufrieden. Irgendwie mit der BAM-Nummer Probleme? Nein. Nicht? Nein. Wie war so allgemein das letzte Verkaufsjahr für Leslie? Sehr gut. War das das beste Jahr ever? Das beste Jahr ever weiß ich jetzt nicht genau, aber wir sind sehr zufrieden. Und was ist dann so geplant für dieses Jahr, sagen wir, oder die nächsten Jahre an größeren Projekten oder Produkten? Was kann uns so erwarten bei Leslie? Naja, wir ändern ja jedes Jahr unser Motto, wie euch vielleicht schon aufgefallen ist. Ne? Unser diesjähriges Motto sind hier die Monster Machines. Ne? Wir passen dann einige Designs auch an, der Artikel. Okay. Ja? Jedes Jahr immer eine neue Linie, sagt man. Und jedes Jahr haben wir eine neue Linie, okay. Ne? Wo wir dann unser Motto ausdenken, wo wir dann im Prinzip auch entsprechend unser Katalog ausrichten und auch einige Boxen entsprechend designen. Ja. Okay. Interessant. Aber wie sieht es aus mit älteren Linien? Also die befolgt ihr dann gar nicht mehr, oder wie? Naja, wir tauschen natürlich Artikel aus, sonst wird das Sortiment ja immer größer. Da fallen ein paar Artikel raus und ein paar neue kommen dazu. Was war denn so ein Produkt, was so rausfallen musste? Was war so, der hat es gar nicht gebracht? Also wenn ich jetzt ehrlich bin, fällt mir da so direkt keiner ein. Aber wir haben halt so mal viele... Sag mal, Artikel mit Plastikpfeifern zum Beispiel, ne? Die haben wir ganz aus dem Programm genommen. Plastik, also diese Lufthäuler oder so. Genau, die Lufthäuler. Ja, genau. Sowas haben wir aus dem Programm genommen. Es gibt halt jedes Jahr Artikel, die dann auch nicht ganz so stark laufen oder wo wir einfach sagen, die müssen jetzt weichen, weil wir neue bringen. Mhm. Aber so ad hoc kann ich dir jetzt keine sagen. Andersherum, was war so das bestverkaufteste Produkt? Das weiß man doch bestimmt. Naja, wir haben viele Artikel, die sehr gut verkauft wurden. Zum Beispiel im letzten Jahr der Präsident Pyro ist immer ein Highlight. Auch seit Jahren und der verkauft es sehr gut. Den kennt ihr bestimmt, Präsident Pyro? Ja, aber meiner Meinung nach langsam satt gesehen. Satt gesehen mag sein, aber wird immer noch gern genommen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Was auch ein Highlight von uns ist, ist die Heisenberg. Die kennt ihr sicherlich auch von Volt. Volt ist eure Tochterfirma? Oder wie? Volt gehört im Prinzip zu Leslie. 2020 hat Leslie die Firma Fürwerk Total, die diese Volt, den Volt-Brand quasi importiert, entwickelt hat. Ja, übernommen. Und damit wart ihr aber auch sehr zufrieden, wie es angekommen ist, Volt? Ja, Volt-Artikel laufen auch sehr gut und das passt, ja. Ist da nochmal irgendwas in der Richtung Neues geplant, was jetzt nochmal so ein neuer Name angeht irgendwie, zukunftsmäßig? Ja. Wir bekommen dieses Jahr auch noch einen neuen Brand dazu, und zwar Riakeo Feuerwerk. Wir bekommen im Laufe des Jahres, also sie sind schon in Order, 25 Artikel. Von Riakeo, ne? Und da haben wir 25 Artikel, die dann nur wir exklusiv haben. Oh, okay, das ist interessant. Und gibt es da schon so exklusive Shops, wo man sich jetzt in Ausschau halten kann, wo man dann das erblicken kann? Bisher noch nicht, weil es wirklich brandneu auf der Messe jetzt bekannt gegeben wurde. Sobald es da weitere Informationen gibt, wenn ihr natürlich unsere Kunden kommuniziert, und wir gehen davon aus, dass der ein oder andere Artikel davon sicherlich sehr gefragt sein wird. Gehe ich auch von aus. Auch dann im Online-Shop quasi zu finden sein wird. Kann man alle Interessen beliefern? Nee, im Prinzip bei uns kann jeder Ware kaufen. Und wir messen unser Einkaufsvolumen daran, an unserem Verkaufsziel. Mhm. Ja, an unserem Umsatzziel müssen wir natürlich unseren Einkaufsvolumen festlegen. Wer ist hier so die größte Konkurrenz? Wir haben keine Konkurrenz, wir haben nur Mitbewerber. Konkurrenz belebt das Geschäft, sagt man. Das stimmt, ja, sehe ich genauso. Ja. Danke fürs Interview. Ja, gerne. So, we are... bei Sina oder
how it speaks in English, Sena? Sena. 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 Yeah, Sena. How was the last year for Sena, selling products? Selling products for Belgium market was very good. So Sena is originally a Belgium brand. The brand Sena isn't possible for the German market? It is possible for German market, but we have an agreement with Leslie, Sylvester Sauber. Mm-hmm. They are actually taking care of the brand of Sena in Germany. For the German market. For the German market. But indeed, Belgian collection is different than the German collection. Okay. And I would also like to see a little bigger collection in Germany. I have buying some merch from your Sena shop. I like your merch from Sena. Thank you. I have the cups. And With Snopter or with the ice? With the ice, yeah. And better, harder, faster. Yes. Very good. Yeah. Nice Spruch. Last question. It's a sponti question. Und zwar, Sena makes a lot of years ago the Sena event. Cancelled, I don't know. Can you talk a little bit? Yes, of course. 3 years in a row we've been in this location in Germany, in Kalkar. And then COVID-19 came. Last year we did go back to the same location, but the owner has changed of this Wunderland. Okay. Also Dutch people, and they wanted to have a fireworks event there. But instead of going forward by working together, we would be going backwards, which means it would cost a lot more to organize it. So we decided we cannot cooperate together. For the location. Yes. In general, the whole Sena trophy is only costing money, because we always had the idea we have to make it a free event. Make tickets. Yeah, we have been thinking on that for many years. And I think at some point we will eventually have to ask entrance fee, but that's mainly because of security issues. If you do a free event, you never know how many people are coming, and you also can't really prepare any safety regulations, making sure there are enough spaces for if accidents happen, if fights happen, stuff like that. So, but that's is with tickets better or not? So you can know how many people then exactly come. You know exactly. You can organize better. Yes, oder? It's correct. The main thing is we are actually searching for a location where we can organize the Sena Trophy again. And once we have the location, then preparations can start. But would be nice. The only thing I don't know is when. Yes. But it will come back. Yeah. Good to know. Yes. Nice. Perfect. Thank you. No problem. Ja, Leute. Was geht hier ab? Das dachte ich mir gerade auch, als ich gerade beim Schneiden war und gesehen habe, dass das Interview mit Pulver nicht aufgenommen hat.
Es ist wirklich no cap, Leute. Ich zeige euch das auch. Ich habe gerade extra eine andere Speicherkarte reingemacht und kann euch das zeigen. Ihr seht hier, wie die alle schön durchnummeriert sind. Hier waren wir bei Pulver dann gewesen. Hier die 80 zeige ich euch nochmal. So. Das war bei Triplex. Oh, nice. Oh, Lighters. Yeah, it's very good. Ihr seht, die Aufnahme geht auch nicht lange. Dann 81. Änderungsdatum, ihr seht es auch. Also es ist frisch aus dem Urlaub. Das war nur der Stand. Das war nur der Stand gewesen. Die 82 ist auch der Stand gewesen. Und hier ging es dann los. Hier ging es dann los. Und dann müsste ja jetzt 83 das Interview sein. Aber es ist schon der nächste Stand bei Magnum gewesen. Sehr, sehr ärgerlich. Und deswegen werde ich jetzt Pulver Bescheid geben, dass das nicht stattgefunden hat. Und dann hoffen wir, dass ich das nochmal mit denen irgendwie jetzt über Discord oder so nachgedreht bekomme. Ich habe die Fragen noch im Kopf, aber ja, 1:1 wird es nicht mehr sein. Aber ja, ich werde dieselben Fragen stellen wie vorher auch und wie die anderen Hersteller auch, nur ein bisschen abgeändert, so wie es auch auf der Messe war. Schauen wir, ob sie nochmal Zeit haben spontan. So Leute, der nächste Tag ist schon wieder angebrochen zu der Aufnahme gerade mit, als ich erkannt habe, dass die Aufnahme nicht da ist. Und deswegen vielen Dank an Pulver, dass es jetzt doch so spontan geklappt hat, hier sich mit mir nochmal zusammenzusetzen. Natürlich sehr schade, dass unsere Aufnahme von unserem schönen Messestand leider nicht stattgefunden hat. Ist natürlich bedauerlich, aber demzufolge auch wir sind wieder zurück, bei uns jetzt heute hier im Büro. Und ja, schauen wir mal, dass wir dann nochmal die Antworten so widerspiegeln kann, wie er natürlich auch auf dem Messestand bei uns. Erzähl mal, wie war so das letzte Jahr gewesen für Pulver, auch so von Verkaufszahlen her und wie es weitergeht für dieses Jahr? Ja, also im letzten Jahr sind wir ja mit eigenen Produkten gestartet. Grundsätzlich war ja der Feuerwerksverkauf im letzten Jahr, ich glaube, für alle Händler sehr gut gewesen. Die Feedbacks, die wir bekommen haben, waren sehr gut und genauso auch natürlich auch für unseren Eigenverkauf. Gab es im letzten Jahr natürlich gute Absatzzahlen. Aber ich denke, das ist global für die komplette Feuerwerksbranche für 2023 zu betrachten. Und ja, demzufolge können wir auch das Feedback in die Richtung da nur so widerspiegeln. Ganz kurz, bevor es ins nächste Jahr geht, interessiert mich jetzt nochmal, seit wann gibt es euch an sich Pulverpyrotechnik? Genau, wir sind vor 3 Jahren mit einem Online-Shop gestartet, mit natürlich den Importeuren, die es gibt. Und jetzt haben wir uns im letzten Jahr dazu entschieden, eine eigene Serie auf den Markt zu bringen. Und da gibt es natürlich auch noch eine große Zukunft in der Richtung. Zu euren Produkten, eurer Eigenmarke, gibt es jetzt irgendwie viele Anschuldigungen auf jeden Fall, die im Raum stehen, dass man eine gewisse andere Marke kopieren würde. Was ist da deine Meinung dazu? Generell, wie seid ihr auf die Designs gekommen? Kannst du ja einfach mal erzählen. Genau, also zu deiner Frage möchte ich natürlich gerne darauf eingehen. Und zwar die Produkte, die wir haben, haben ein Retro-Design. Und die Intention dahinter ist es, ein Produkt zu haben, was schick aussieht. Ja? Was natürlich auch gerade in dem aktuellen Stil passt. Gerade dieser Retro-Stil liegt gerade aktuell total im Trend. Egal in welcher Branche man gerade ist, das ist nicht nur die reine Feuerwerksbranche so, sondern da kann man auch so ein bisschen das Ganze globaler betrachten. Es sind wieder die Sachen im Trend, die auch mal in den 80ern im Trend waren, so wie es in der Mode ist oder selbst auch in der Fahrzeugindustrie. Irgendwo findet man diesen Retro-Trend einfach wieder. Und ich will mich da im Endeffekt in keiner Form irgendwo bei den Mitbewerbern, die es auf dem Markt gibt, irgendwo gleichsetzen, sondern wir bedienen uns da an einem Retro-Stil, der für jeden offen ist, den jeder verwenden kann. Ich habe es jetzt auf der Messe gesehen, das hatte ich dir auf der Messe auch schon gesagt gehabt. Es gibt zum Beispiel auch andere Firmen, die genau das Gleiche machen.
Bei der Firma Magnum zum Beispiel haben wir die Shell Rockets gefunden, die auch ein ähnlich schlichtes, einfaches Design haben, was natürlich auch mit unserem Design ziemlich nahe kommt, und aber auch natürlich auch mit anderen Herstellern. Und ich bin gespannt, es wird sicherlich noch den einen oder anderen Hersteller geben, der da noch nachziehen wird und sich genauso an diesem Stilmittel des Retro-Designs wiederfinden wird. Meine Meinung kennst du, ich habe das auch auf der Messe dir gesagt, dass ich den Leuten recht gebe, die sagen, dass es von weit weg gesehen auf jeden Fall auch zu verwechseln ist, mal so eine Batterie vom Design her, weil ja auch die Schriftart schon sehr ähnlich ist. Wie genau unterscheiden sich denn jetzt eure Produkte jetzt zu Funke? Ich würde das an der Stelle mal ganz kurz umdrehen, die Frage. Und zwar, ich würde eher die Frage mal kurz so rumformulieren, was, nicht was unterscheidet uns, sondern was haben wir denn gemeinsam? Im Endeffekt, wir haben beide Intentionen, Qualitätsfeuerwerk irgendwo anzubieten. Wir bedienen uns vielleicht am gleichen Stilmittel, das hatte ich eben schon gesagt, wir bedienen uns am gleichen Retro-Design, und wir wollen im Endeffekt mit Feuerwerk Freude machen. Zumindest ist es unsere Intention. Das sind die Sachen, die uns miteinander verbinden, und wir haben vielleicht noch den Punkt, es kommt beides aus China. Das sind die Punkte, die uns an der Stelle verbinden. Und das ist genau das. Wir wollen mit unseren Artikeln Freude bereiten. Wir wollen irgendwo für Qualität stehen. Und wir wollen ein Produkt haben, was auch noch schön aussieht. Nicht quietschbunt ist, wie von vielen anderen Herstellern, die seit Jahren mit Superhelden auf den Verpackungen probieren. Sondern für uns ist es wichtig, dass der Kunde im Endeffekt schon von vornherein klar sehen kann, okay, das kommt aus dem Produkt raus, das wird mich erwarten, und sich auch an der Stelle einfach davon abhebt. Was ist denn jetzt noch so geplant, sage ich mal, für das kommende Jahr, für dieses Jahr? Habt ihr jetzt schon wieder den Etat, den ihr jetzt eingenommen habt mit euren eigenen Produkten, schon wieder neu investiert, oder macht ihr euch jetzt einen schönen Urlaub? Nein, es geht natürlich noch weiter. Es wird weitere Produkte geben. Wir werden unser Sortiment, was wir im letzten Jahr begonnen haben, natürlich auch noch weiter ausbauen. Wir hatten im letzten Jahr zum Beispiel noch keine Rakete. Da wird es auf jeden Fall auch Produkte geben. Vielleicht die habe ich auch da, gefilmt. Die wollte ich gerade sagen, vielleicht hast du da ein paar tolle Aufnahmen. Es wird Raketen geben, sowohl Knallraketen als auch Effektraketen. Es wird schöne römische Lichter geben, genauso auch tolle Fontänen. Und wir werden natürlich auch den Bereich, den wir schon bedient haben, also sprich im Batteriefeuerwerk und im Verbundfeuerwerk, wird es auch noch Neuheiten geben. Diese werden wir aber erst präsentieren und über die Kanäle sozusagen online stellen, wenn diese auch in der Massenproduktion fertig sind. Und das wird so spätestens Mitte in diesem Jahr sein. Ja Leute, und dann ging es für mich als allerletztes zum Stand von Funke und wollte dort natürlich gerne mit dem Malte sprechen, dem Geschäftsführer von Funke, hab ihn aber vorerst nicht angetroffen und hab dann mit den chinesischen Vertretern dort ein bisschen gesprochen. Are you the best? Is Funke the best? Yeah, Funke, yeah. Funke will be always the best. Because Funke always creative, unique, create by themselves. We are always, yeah. You know, we have a teamwork. We don't want to copy. It's people copy us. Always like that. Yes. Who is copy you? For example, Pulver. Ja, wie ihr gesehen habt, das Thema mit Pulver ist da anscheinend auch ein großes Ding. Und ich wollte einfach mit Malte nochmal persönlich drüber sprechen und dieses Gespräch ist, sage ich mal, in der Länge ein bisschen ausgeartet. Also das geht, glaube ich, 45 Minuten, 50 Minuten Rohmaterial. Und deswegen, Leute, mache ich das als einzelnes Video. Ich werde es aber auch schon nächste Woche für euch hochladen. Nächsten Samstag um 10 Uhr, genau in einer Woche. Also geduldet euch da noch ein bisschen, aber das Video wäre sonst so lange. Und ich dachte mir, das ist so ein fettes Interview, das kann man auch als ein einzelnes Video hochladen. Seid mir da nicht böse, Leute. Vergesst auf jeden Fall nicht, mein Instagram zu folgen und das letzte Bild zu liken. Und dann seid ihr beim Gewinnspiel dabei. Und ich werde in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche, wahrscheinlich dann nächsten Samstag in einer Woche, das Gewinnspiel in meiner Instagram-Story auslosen, Leute. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das Video fandet, wie ihr die Interviews fandet, was kann ich verbessern, wie haben euch die Leute gefallen, die Vertreter von den Herstellern, was fandet ihr interessant, was fandet ihr blöd. Schreibt mir mal bitte eure Meinung in die Kommentare, lasst uns ein bisschen zusammen diskutieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bis nächsten Samstag.
unbedingt einschalten. 10 Uhr das fette Interview mit Funke, aka Malte, dem Geschäftsführer. Haut rein, bis dahin. Ciao, ciao.